Hallo, liebe Leute aus gutem Geschmacks, Two Point Hospital. Spielen wir heute wieder. Weiter geht's in Crockett Bay. Wir haben ja einiges vor. Ich hoffe, dass wir hier unten jetzt den Ösylix, was auch immer, Dingsbums hier, ordentlich hinkriegen werden. Hier ist ja schon die. Ist da schon jemand draußen? Ist da schon einer fertig? Wo ist der Zweite? Arbeitet der schon? Ärzte? Ja, einer ist schon fertig und der arbeitet schon in dem DNS-Labor. Sehr schön. Das ist doch gut hier hinten, dass da schon mal gearbeitet wird. Oh, wo ist der Arzt? Dr. David Compost kommt hier. Sehr gut. Nee, das ist gut, dass das schon gleich anfängt hier. Wir haben ja, wie gesagt, jetzt den dritten Stern in Arbeit. Da müssen wir Krankenhausattraktivität von 80% kriegen, einen Krankenhauswert von 4 Millionen, Ruf von 90% und eine Heilungsrate auch von 90%. Das wird lustig, kann ich euch sagen. Aber wer kann schon so viel Spaß vertragen? Kann ich euch sagen, wer kann denn schon so viel Spaß vertragen? Deswegen werden wir hier ganz entspannt anfangen mitbauen. So, erstmal hier ein bisschen rüberschubsen. Zack, aber bringt uns ordentlich Knete ein. 12.000 pro Heilung. Und die war ja schon die ganze Zeit irgendwie gewünscht. Huch, nee, ich wollte hier den Mülleimer haben. So, Mülleimer nehmen. Zack. Und dann den auch noch hier hinklatschen. So, das sieht gut aus. Und wie sieht es mit der Wärme hier hinten aus? Da wahrscheinlich ein bisschen kritischer. Ja, da hinten sieht es mit der Wärme auf jeden Fall nicht ganz so prickelnd aus. Zack, haben wir hier auch schon mal jemanden hingemacht. Dann bin ich hier am Überlegen. Wisst ihr was? Wir nehmen die hier weg. Denn die hier hin. Machen wir da drüben hin, das ist einfacher. Dann können wir hier voll Bänke machen, dass sie da direkt davor sitzen. So. Zack. Und dann werden wir hier zur Unterhaltung noch ein paar Spielautomaten hinstellen. Einer. Na komm. Zwei. Und weil Dekoration natürlich jetzt auch momentan hier wichtig ist, hier wäre sinnvoll, wären wir dort. Skelettmodell passt nicht. Die Insektenfarm vermutlich. Oh, die Insektenfarm passt. Dann werden wir die Insektenfarm hier wohin stellen. Und natürlich, ja, wer hätte es gedacht, noch ein paar Poster bzw. Bilder. Jasmine Odyssey über dem Mülleimer. Das war ja der Plan. Zack. Und zack. Sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. So. Und überlegen, dass wir hier auch noch mal. Zack. Einen hinpacken. So. Den verkaufen wir mal. Zack. Zack. Sehr gut. Das sieht doch schon langsam hier nach was aus, ne? Also da bin ich eigentlich schon recht zufrieden mit. So, was wird denn noch benötigt? Das Auflösungslabor und den Strecksaal. Wir haben ja gesagt, wir wollen so ein bisschen noch aufrüsten, alles. Wäre sinnvoll, wenn wir das machen. Ich würde sagen, wir stellen aber erstmal noch einen Genetiker hier ein. Weiterbilden in Genetik. Zack, Kurs starten. Machen wir jenes. Und dann auch unser Allgemeinmediziner hier.
Allgemeinmedizin. Groß. Daten. Sehr gut. Das sieht doch alles ganz schicki aus. Es wird langsam. Die Schlangen sind hier aber dennoch nicht gerade sehr kurz, muss man sagen. Deswegen würde ich gerne hier hinten natürlich ein DNS-Labor für die Diagnose hinbauen. Das werden wir jetzt auch machen. DNS-Labor. Oh, wartet mal. Wieso mache ich es mir so kompliziert? Kopieren. Und das Ganze hier hingesetzt. So. Das natürlich erstmal auf Schließen, weil wir haben noch keinen Arzt. Ganz wichtig, wir haben noch nichts Personelles, was wir da reinsetzen können. Wir werden den Helixier hier aufleveln und diesen auch schon. Und zumindest, wir müssten auch auf jeden Fall hier eine größere Toilette mit reinbauen. Oder zumindest kopieren. Passt nicht. Die ist Borstedt. Dann machen wir das so. Das geht nicht. Weil... Dann so rum. Ein Waschbecken. Die Klimaanlage muss ja auch noch rein. Temperatur, Klimaanlage, die passt doch daneben und nimmer rein. Kleine passt da rein, aber keine große. Die reicht, ist eine andere Frage natürlich. Bilder. Hundefoto. Ganz wichtig. Reicht die jetzt von der Temperatur her? Nee, sag ich ja. Die reicht zu null. Müssen wir machen. Es bleibt nichts anderes übrig. Ja, es ist jetzt eiskalt da drin. Aber es bleibt nichts anderes übrig. Zweite Toilette brauchen wir. So. Und dann würde ich sagen, machen wir hier hinten noch eine Bank hin. Zack. Das einmal aufgenommen. Mülleimer. Na komm, hier ein Mülleimer. Den Mülleimer hätte ich gerne. Zack. Und das hier bräuchten wir noch. So. Na komm. Sag mal, was ist denn jetzt hier los? Hakt schon wieder mit der Steuerung. So. Das haben wir. Sehr gut, wir haben den Wunsch von Lolas Ding erfolgreich erfüllt. Wir haben drei Mitarbeiter befördert. Und zwar nicht nach draußen, sondern wir sind jetzt einfach besser. So, das haben wir. Gehen die eigentlich auch hier unten rein? Ja, hier unten ist jetzt auch ein bisschen was los. Okay, das haben wir. Dann, wie sieht es hier mit der Weiterbildung aus? Genetik läuft noch. Dann würde ich sagen, Auflösungslabor. Wir kommen. Wollen wir es probieren? Wir müssen ja irgendwie ein bisschen weiter kommen. So, Zimmer. Auflösungslabor. Dafür brauchen wir einen Arzt. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir noch einen Arzt hier für die Behandlung einstellen. Weil das reicht nämlich nicht. Wir haben eins, zwei. Das ist jetzt der dritte Arzt.
So, Entleuchtungsklinik, Töpferei, Strecksaal, Schocktherapie, Auflösungslabor und Abholungs. Wir haben nämlich dann, wenn wir jetzt das so zumachen, 1, 2, 3 Räume, wo wir einen Arzt benötigen. Nur für die Behandlung. Und eigentlich haben wir ja gesagt, wir brauchen immer noch einen als Reserve. Machen wir uns auch noch einen als Reserve. Zack. So. Und dann bauen wir uns ein Auflösungslabor. 4x4 muss das sein. So. Ich bin überlegen, ob wir es sogar noch größer machen, dass wir dann hier einfach lang gehen. Das wäre ganz sinnvoll, glaube ich. So, die Tür. Einmal da lang. Der Debugger. Dann nehmen wir noch einen Server hier mit rein. Und wir fangen an mit Temperatur. Eine Klimaanlage. Eine weitere Klimaanlage dort. So, das haben wir. Dann nehmen wir Essen und Trinken. Die heißen Schokoladenmaschine. Ein Süßigkeitenspender. Dann einen Mülleimer. Zack. Feuerlöscher. Desinfektionsspender. Ganz sinnvoll. 210 Kudos haben wir. Wir könnten gucken, ob wir noch irgendwas freischalten, aber nicht hier. Gut, was haben wir? Wir brauchen noch einen Sitz. Dann nehmen wir unseren Gehirnstuhl. Zack. Und dann kann man noch ein bisschen Dekoration reinbringen. Dann nehmen wir noch das Skelettmodell. Und einen Schrank. Zack. Und das war ja, was war das gewesen? Pixeliose, genau, Pixeliose. Machen wir einmal hier hin und einmal dorthin. So, dann brauchen wir das Zertifikat. Das packen wir dahin. Jasmine Odyssey auch wieder über dem Mülleimer. Ein Anschlagsbrett, das könnten wir hier hin machen. Ein Bronzestern. Bronze, Silber und Gold. Nur eine Uhr. Den Rest würde ich jetzt nicht so machen. Dann setzen wir uns noch mit einer Pflanze hier rein. Ich würde schauen. Easy Gabbenpflanze. Ja, komm, probieren wir es mal mit der. So. Das haben wir jetzt auch gemacht. Sehr schön. Und damit können wir nämlich auch Auflösungs. Da können wir auch das Auflösungslabor abhaken von unserer Liste. Das hier müssen wir natürlich dann auch den Debugger aufrüsten. Das ist ganz sinnvoll. Wir brauchen auf jeden Fall auch nochmal einen Hausmeister. Zack. So. Befund der Gutachtung. Wir haben 10.000 Dollar bekommen, weil wir so gut sind. 15 Ruf, 20 Kudosch-Punkte. Sehr, sehr gut. Das freut mich hier total. Okay, nee, ich bin begeistert. Wie sieht es eigentlich mit dem Raum hier aus? Ob wir da jetzt genug Kälte mit drin haben. Ja, ihr seht hier, ne? Die Server, die machen natürlich ordentlich Wärme. Aber ist okay. Kriegen wir hin. So, hier ist jetzt gleich alles fertig. Wir können schon mal auf Behandlung stellen und den Raum öffnen. Und somit dann eine weitere Diagnoseabteilung öffnen. Sehr gut. Und dann sollte sich das hier alles so ein bisschen entzerren.
nicht der Meinung. So, Genetik haben wir jetzt abgeschlossen, die Weiterbildung. Super. Wie gesagt, damit läuft das hier. Allgemeinmedizin 3 ist auch abgeschlossen. Das heißt, wir werden dich jetzt hier weiterbilden in Allgemeinmedizin 3. Zack, Kurs starten. Und dich in Behandlung. Sag mir mal den Krankenpflegerkurs starten. Okay. Läuft. Was wollen wir mehr? Warteschlange ist hier noch null. Jetzt, Diagnose wollte ich machen. Zack. Gott, bin ich doof. Warum habe ich da Behandlung reingesetzt? Ah. Nein, wir wollen natürlich Diagnose hier machen. Habe ich schon gewundert, warum jetzt gar keiner da bis jetzt davor steht. Aber Diagnose, ja, nehmen wir und dann hoffen wir mal, dass dann die Leute da auch reinkommen, dass wir ein bisschen hier alles entlasten können. Das wäre ganz gut. Also der Flüssigkeitsbeschleuniger, der läuft hier ganz knorke. Ja, und jetzt hier Warteschlange 1. Sehr schön. Das sollte passen. So, unsere Mitarbeiter brauchen irgendwie Geld, haben sie gerade alle gesagt. Dann werden wir einfach mal alle Gehälter anpassen. Und damit dann uns in den Ruin stürzen. Nein, wir sind gut. Wir haben 31.000 Profit. Ich denke, wir werden jetzt dann noch ein bisschen hinzu was kriegen. Ja, 66.000 haben wir jetzt. Das ist ganz gut. Warteschlange ist jetzt hier bei 2 bei dem DNS-Labor. Diagnostik. Ganz wichtig, Diagnostik. Die Behandlung haben wir ja hier unten mit dem DNS-Labor. Muss man nicht machen, kann man. Ganz wichtig, muss man nicht, kann man. Notfallpixeliose nehmen wir an. So. Es läuft. Ich bin recht zufrieden, es läuft wirklich gut. Wir müssen bloß halt alles ein bisschen jetzt noch versuchen zu verbessern, aufzurüsten, Attraktivität auf jeden Fall hochzukriegen. Ich denke aber ansonsten, wir kriegen das alles gut hin. Also, da bin ich sehr optimistisch. Und vor allen Dingen haben wir hier, wenn ich bedenke, was wir hier für einen Riesenbatzen hatten. Wir hatten auch lange keine Epidemie mehr. Einfach, weil wir alles so strecken und doch, das ist ganz gut. Das gefällt mir. Prost da drauf. Ich habe jetzt übrigens, guckt mal hier, sieht ein bisschen komisch aus. Nein, es ist kein Urin. Das ist grüner Tee mit Zitrone und dann ein bisschen Wasser noch mit drauf gemischt. Und damit habe ich dann quasi, ich versuche jetzt meinen Energiekonsum ein bisschen runterzuschrauben und dadurch durch grünen Tee zu ersetzen. Also Prost. Genau. Okay. Wie gesagt, hier, ja, da haben wir noch, haben wir echt noch ein Problem. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin. Ich hoffe einfach, dass wir, wenn wir das hier jetzt haben, dass hier vorne alles ein bisschen entzerrt wird. Wir könnten auch mal gucken, ob wir eventuell Leute finden für die Radiologie, dass wir noch Radiologie bauen. Zimmer. Radiologie, genau. Dafür brauchen wir natürlich einen Arzt. Wir gehen mal auf Rekrutierung. Forscher Genetik, Radiologie. Wir lassen mal gucken. Das war, wir schauen mal, dass wir jetzt in Radiologie Menschen kriegen. Und ansonsten, der Megascanner war doch auch noch da, wa? Megascanner hier. Arzt mit Radiologie. Dafür bräuchten wir dann auf jeden Fall. Mal gucken. Mal gucken. Hier stapelt sich's unten. Sollten wir vielleicht noch eine zweite Psychiatrie bauen? Bin mir unsicher. Wieso ist jetzt hier... Achso, wir sollten übrigens noch einen Pausenraum bauen hier unten. Das wäre vielleicht auch noch mal gar nicht so verkehrt. Zimmer. Komm her. Pausenzimmer.
So. Dort noch eine, dort noch eine. Hier und hier. So, die machen wir mal ein Stückchen hier rüber. Dann brauchen wir eine Lampe. Und auf jeden Fall eine Klimaanlage. So, vielleicht noch eine Eisskulptur hier mit hingestellt. Die finde ich hat irgendwas. Und jetzt brauchen wir Essen und Trinken. Essen und Getränke. Auf jeden Fall eine heiße Schokoladenmaschine. Passt nicht, könnte mich veralbern. Dann werden wir das hier alles mal ein Stückchen nach drüben rücken. Dass das auf jeden Fall alles passt. Zack. Ein Fleisch-Snack-Automaten. Ich bin echt am Überlegen, ob wir den nehmen. Feine Häppchen. Stillt den Hunger, erhöht den Durst, erhöht die Zufriedenheit. Wir nehmen mal die Karotten. Passt nicht? Schlecht. Dann müssen wir wieder schubsen. So, jetzt aber die Karotten. Zack, und dann noch was zur Unterhaltung. Passt der hier noch rein? Ja, nicht. Das passt auch nicht rein, aber den setzen wir hier einfach hin. Und haben wir vielleicht noch irgendwas? Einen schuppigen Korb? Machen wir so. Gut, wir gucken uns mal die Temperatur drin an, ob das so geht. Das sieht gut aus. Aber wisst ihr, was wir total vergessen haben? Auf die Attraktivität zu achten in diesem Raum. Guckt euch das mal an, der ist ja ein Trauerspiel da drin. Hat hier nicht gut aufgepasst. Dekoration. Pflanze passt da wahrscheinlich jetzt nicht mehr rein. Schrank auch nicht. Ein Hutständer. Wir werden da mit Bildern arbeiten müssen. Das bleibt uns nichts anderes übrig. Ein Bild mit Bürolöwe. Dann hier eins. Dort eins. Dort eins. Und dort eins. So, jetzt müssen wir bloß hier nochmal gucken, dass wir die natürlich auch ordentlich anrichten. So. Dann nehmen wir noch ein Jahreszeitengemälde. Das hängen wir hier groß drüber. Ein Foto von Jasmine Odyssey. Wir haben gar keinen Mülleimer hier drin. Gut, muss ohne gehen. Muss einfach ohne gehen. So. Sollte, oh, sollte passen. Ja, das sollte definitiv passen. So, dann haben wir das. Können nämlich die Leute, die hier arbeiten, auch mal da Pause machen. In dem Bereich. Wir haben eine Krankenhausattraktivität von 73%. Also wir nähern uns Schritt für Schritt unseren Wunschzielen. So, hier sind die Weiterbildungen zu Ende. Wir müssen weiterbilden die Ärzte. Hier unten. Allgemeinmedizin 3. Zackkurs starten. Und dann werden wir mal noch die Krankenpfleger weiterbilden. Hier in Diagnostik 3. Kurs starten. Hier sieht es ganz gut aus. Hier, was bist du denn? Du bist Kardiologie. Und jetzt haben wir natürlich hier unten auch schon den Helixior
der fleißig genutzt wird. Hier unten der Debugger ist auch fertig. Und den Helixier nehmen wir auch noch mit. Ja, doch, kann sich aber alles sehen lassen. Auszeichnung. Sehr gut, wir gucken uns das an. Bis auf keine Todesfälle haben wir alle gekriegt. Alle. Das ist superbe. Doch, bin zufrieden. Bin sehr zufrieden. Gut, ich überlege trotzdem, ob wir hier noch ein... Zack. Jetzt habe ich wieder meinen Satz vergessen. Nee, das war noch ein... Eine Radiologie, beziehungsweise einen Scanner halt bauen. Dafür müssten wir gucken. Ach, du heiliger Schuss, was sind denn das für Pappnasen hier? Gut, aber die haben die Heilungsrate von 90% auch. Wenn wir das halten, das ist gut. Jetzt müssen wir bloß halt gucken, dass wir hier mit dem Krankenhauswert noch vorankommen. Aber wie gesagt, da bin ich komplett optimistisch. Wir laufen hier mit ordentlichem Profit. Das ist gut. Ich würde schauen, dass wir jetzt erstmal uns wirklich auf diesen, auf die Attraktivität halt stürzen. Fangen wir mal hier unten mit an. Hier könnten wir zum Beispiel auch ein paar Objekte noch mit reinbringen. Dekoration. Zum Beispiel, ach so, das ist die Tür. Trotzdem kann man hier einen Trophäenschrank mit reinstellen. Und zum Beispiel dort vielleicht auch noch was zu trinken und essen? Dass sie nicht erst noch da hinten latschen müssen? Machen wir mal. Zack. Und den da noch. Na, komm. Zack. Sehr gut. Jasmine Odyssey brauchen wir noch. Es gibt da diese Pflanze hier in der Tonkabine. Und ich muss euch sagen, die gruselt mich. Das ist gut. Wirklich. Und dann können wir daneben noch eine labbrige Uhr hinstellen. Wächst und wächst sie. Super. So, Herausforderung haben wir abgeschlossen. Patient mit Bixiose, Belohnung, sehr gut. Das sieht klasse aus. Ein Streckser wird benötigt. Kann man machen. Muss man nicht. So. Dekoration, wir waren noch nicht fertig. Wir haben jetzt 74%. Finde ich gut. Muss mehr werden. Einmal. Zweimal. Kann man machen. Jetzt zwischen Büste würde ich eigentlich ungern hinstellen. Ah, der Kieferzapfen, der ist auf jeden Fall zu groß. Hat man nicht noch irgendwas, was man da hinhängen kann? Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. So. Das sieht ganz knorke aus, das kann man machen. So, 74% bleibt es weiterhin. Dann setzen wir mal hier einen Hypnostab und dort einen Hypnostab. Und ich habe die noch nie hingesetzt. In noch keinem Krankenhaus habe ich den Hypnostab hingesetzt. Fällt mir mal gerade so mit, naja, nicht entsetzen, aber fällt mir einfach mal gerade ein. Mount Gesichtsmoor? Wo kommt denn der her? Und warum habe ich ihn noch nicht? Krass. Mount Gesichtsmoor rettet uns den Tag. Definitiv. Wollen wir eine Uhr hier hinsetzen? Wir setzen mal eine Uhr hier hin. Mount Gesichtsmoor. Kann man da eine Laterne auch daneben? Nee, komm, wir setzen eine Laterne dahin. Wahrscheinlich wird die Temperatur machen, oder? Dekorationsobjekt. Gucken wir mal. Ja. Ein Arzt wird im DNS
Die macht natürlich jetzt wärmer. Aber kann uns doch egal sein, oder? Die sieht einfach mal cool aus. So. So. Mount-Gesichtsmoor. Mount-Gesichtsmoor machen wir hier auch drüben hin. Zack. Mount-Gesichtsmoor gibt uns jetzt ordentlich... Ja, 76%, Leute. Was geht? Die Rin ist total zufrieden. So, recht nah beieinander. Das gleiche müssen wir jetzt hier auch noch machen, nochmal. Irgendwie sterben sie hier gerade alle wie die Fliegen. Das finde ich nicht in Ordnung. Ihr sollt eure... Was geht denn hier ab? Ich höre nur Bing, Bing, Bing. Also, dass alle sterben. Finde ich ja nicht in Ordnung. So, Krankenhausattraktivität bei 76%. Wir müssten auf jeden Fall unser Personal hier unten in Behandlung aufrüsten. Behandlung. Könnte man sich da nicht einfach einen Ball oder Luftballon besorgen? Zack. Und Maddie Hulk ist die Schwester. Ja, groß starten. Wenn ich das nächste Mal die Grippe bekomme. Personal. Was haben wir noch an Personal? Habe ich jetzt alle Krankenpfleger? Oh. Ja gut, muss man lassen. Ist okay. Wir werden ein paar Hausmeister noch hier weiterbilden. Dich zum Beispiel in Instandhaltung. Da kann man noch einen zweiten reinschubsen. Zack. Nachwuchshausmeisterkurs starten. Sehr gut. Strecksal. Ja, ich weiß, dass er benötigt wird. Mir ist es bewusst. Und wir haben auch bald 4 Millionen als Grundwert. Das ist schon gut. So, unser Krankenhauswert ist bald 4 Millionen. Ein Traum. So. Weiter geht's. Attraktivität. Mount Gesichtsmoor hier. Ich finde Mount Gesichtsmoor total hammer. Mount Gesichtsmoor gibt uns auf jeden Fall ordentlich Attraktivität. Gut. Eigentlich können wir das gleiche hier auch auf der anderen Seite noch bauen. So. Dann werden wir das gleiche mal hier bauen. Zack. Und zack. Und dann den Mülleimer. Zack. Das sieht auch noch da drüben hin. Super. Oh, ich sehe gerade, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Bin so hier im Zoom drin. Das tut mir leid. Das bauen wir hier noch schnell zu Ende. Und ich kann euch jetzt sagen, weil ich so im Zoom drin bin, machen wir nächste Woche eine Two-Point-Hospital-Gruppe, Woche, nicht Gruppe. Und spielen die ganze Woche jeden Tag ein neues Video von Two Point Hospital, weil, wie gesagt, ich habe da so Bock drauf jetzt gerade. Das macht gerade richtig, 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 richtig Laune. Und deswegen gibt es dann auf jeden Fall eine Two Point Hospital Woche. So wie bei Two Point Campus, jetzt nur mit Two Point Hospital. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Vergesst nicht, abonnieren, kommentieren, liken. Und mit den Worten gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao!